Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer und jemand, der mit seinem Engagement wahrscheinlich eine Trennwende in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ausgelöst hat. Herzlich willkommen, Alfred Gantner. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Viele Leute kennen Sie jetzt von der EU-Debatte her, aber viele wissen wahrscheinlich sonst nicht so viel über sich. Wenn Sie jetzt selber müssten sagen, wer sind Sie? Ja, zuerst einmal ein Ehemann von einer coolen Frau, ein Vater von 5 Kindern. Mit Herzblut Unternehmer, Gestalter, freut mich, irgendetwas Neues zu arbeiten. Ja, und sonst lebe ich ein ganz normales Leben in Oberägeri mit einer guten Nachbarschaft. Sind Sie immer schon mit Herzblut Unternehmer gewesen? Haben Sie immer schon den Antrieb gehabt, etwas zu gestalten, etwas zu machen? Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen. Ich habe, soweit ich zurückdenken kann, ich habe immer Schwerschauer gegeben mit meinen Kollegen zusammen Hütte gebaut im Wald. Aber eigentlich das Coole war, die Hütte zu bauen. Drin zu spielen war dann nicht mehr gleich interessant gewesen. Oder in meiner Jugendzeit haben wir dann eine Wanderdisco gehabt. Disco Skyline. Disco Skyline. Und sind da von Turnhalle zu Turnhalle gereist und haben da unsere eigenen Lichtorgel gebaut, geschreinert und unsere eigenen Boxen, Musikboxen. Baut und das war dann so ein kleines Business gewesen, so in der Haben Sie schon Geld verdient mit dem? Ja, wir haben eigentlich alles wieder investiert. In noch grössere Lichtorgeln und in eine noch bessere Musikanlage. Und irgendwann ist dann das zu denken, also wirklich, grosse CapEx, würden wir sagen, im Business. Kapitalinvestitionen haben eigentlich alle Gewinn wieder absorbiert. Aber es ist ja nicht darum gegangen, Geld zu verdienen, sondern es war einfach cool gewesen. Ja, in welchem Alter war das? Ja, etwa 15. 15 bis 17, vielleicht so. Vielleicht 14, irgendwo so. Sie sind im Kanton Aargau aufgewachsen, in Aargau selber, oder? In Wettigen. Ja, Wettigen Baden in dieser Umgebung. Wie muss sich die Jugend vorstellen? Ich habe irgendwo in einem Artikel gelesen, sie sagen, die bescheidenen Verhältnisse aufgewachsen, in einem Block quasi im 5. Stock. Ja, also ich würde sagen, ein mittelständischer Verhältnis, okay. Also bescheiden, würde ich dem nicht gerecht werden. Aber wir haben in Neuenhof gewohnt damals. Und das ist so wirklich ein Arbeiterdorf, damals so ein bisschen von der BBC, oder heutigen ABB, ja. Von Baden. Und ja, wir haben so einen 15-stöckigen Hochhaus gewohnt, ja, genau im 5. Stock. Aber unserer Familie ist es gut gegangen. Mein Vater ist auch ein erfolgreicher Finanzmann gewesen. Er war CFO beim Rudolf Bindella und vorher Direktor beim Bankverein. Also, wir haben also doch eher Mittelstand. Und ja, doch. Nicht bescheiden, Mittelstand. Solide Mittelstand. Armut haben Sie nicht gekannt. Nein, auf keinen Fall. Sind Sie ein guter Schüler gewesen? Nein, würde ich sagen. Also sehr, sehr einseitig. Oder? Ich hatte Fächer, wo ich fürchterlich schlecht war. Wie Französisch, Englisch bin ich auch nicht gut gewesen. Also überall dort, wo man wirklich ein Wörtchen lernen muss. Und wenn es dann so ein bisschen naturwissenschaftlich geworden ist, oder auch Geschichte, Geografie, Sachen, die mich interessiert haben oder die mir leicht gefallen sind, dann habe ich ganz ordentliche Noten gehabt. Und das Finanzielle, das ist damals schon so, das Mathematische, haben Sie gemerkt, das ist eine Begabung von mir? Sie haben dann erst später studiert auf diesem Gebiet? Ja, ich damals über Begabungen nachgedacht habe. Ich hatte viele andere Interessen gehabt, neben der Schule. Und das, was leicht gegangen ist, dort sind die Noten gut gewesen. Und dort, wo man wahrscheinlich hätte ein bisschen mehr machen müssen, sind sie nicht so gut gewesen. Aber meine Eltern haben jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig Druck gemacht oder so. Und ich habe gefunden, ich muss da selber meinen Weg gehen. Dann haben Sie eine Banklehre gemacht. Ist das ein schwerer Entscheid gewesen? Das war ein total schwieriger Entscheid gewesen. Ja. Ah ja? Ja, weil meine Kollegen sind an die Kante gegangen dann nach der Bezirksschule. Die meisten, ich bin dann auch angemeldet gewesen an der Kante, habe aber noch die Alternative von dieser Lehrstelle gehabt. Ich habe eine Schnupperlehre gemacht
in einer Tochtergesellschaft von der UBS, die Kentrade geheissen, so eine Ringbank, eine Börsenbank gewesen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen gehabt, die Schnupperlehre. Und ehrlich gesagt, also bis am Freitag vor dem Montag, wo ich meine Lehre angefangen habe, habe ich noch nicht gewusst gehabt, soll ich jetzt weiter an die Kante gehen oder soll ich die Lehre anfangen. Aber ich glaube, es Was ist... Was hat es so schwer gemacht? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe so Schiss gehabt vor den Minuspunkten in der Kante. Ja. Also ich glaube, wenn es kein Minuspunkt gäbe, also ich zum da einen Orientierungspunkt gäbe, ich habe 2,5 gehabt im Französisch, oder? Und dann hat er, glaube ich, die Minuspunkte habe ich doppelt Z oder in gewissen Fächern. Und ich habe mir das irgendwie nicht zutraut, dass ich das schaffe mit meinem Französisch und Englisch. Brutal. Und ich glaube, ist ein bisschen das gewesen. Aber andererseits hat mich, wie gesagt, die Schnupperlehre, die ich durfte machen, die 2 Wochen sind das, glaube ich, das hat mich schon recht begeistert. Ich habe es spannend gefunden. So eine Vermögensverwaltung, Handelsbank. Haben Sie zum ersten Mal so ein bisschen geschnuppert, wie das könnte abgehen? Genau. Aber ehrlich gesagt, ist es wahrscheinlich ein Angstentscheid gewesen, primär. Und ich muss sagen, ich hatte eine tolle Lehrzeit, eine wunderbare Lehrstelle. Ich durfte dann auch direkt an den Ring einsteigen nach meiner Lehre, was eher außergewöhnlich war. Am Börsenring. Genau. Ich durfte sofort das Händlerdiplom machen. Ich glaube, die jüngste war, wo das Händlerdiplom damals gemacht hat. Das heisst, Sie haben ziemlich Gas gegeben auch. Ja, ich bin, glaube ich, schon ein motivierter Mitarbeiter gewesen. Ich glaube, es war ein guter Weg gewesen, für mich. Die Lehre und möchte das nicht missen. Aber ich hatte, muss ich sagen, wo dann all meine Kollegen dann nach St. Gallen sind, nach Zürich sind, studieren, habe ich das Gefühl gehabt, wow, habe ich eigentlich etwas verpasst? Oder? Hätte ich eigentlich nicht doch sollen einen Matura-Weg gehen? Mhm. Ist der Rucksack genug gross? Da habe ich dann doch auch ein bisschen Zweifel gehabt. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob ich meinem Sohn, der 17 ist und am Gymi ist, mit gewissen Minuspunkten im Französisch zum Beispiel, das macht dich so sympathisch. Ob ich ihm soll empfehlen, das Gespräch anzuschauen oder eher nicht. Weil, wenn ich sage, schau das mal, man kann gleich noch etwas werden, auch wenn man ein paar Minuspunkte hat im Französisch, dann... Ich motiviere mich, das eine Motivation. Oder dann etwas Gegenteil. Genau. Auf jeden Fall, genau, haben Sie dann, irgendwann ist Ihnen das nicht genug gewesen. Sie sind zwar schon erfolgreich gewesen, sind am Ring schon gestanden, haben können böse Geschäfte machen, aber irgendwann haben Sie sich entschieden, dass es noch weitergehen muss und sind dann auf die USA gekommen. Und zwar nicht einfach auf die USA irgendwo studieren, sondern in der Nähe von Salt Lake City, Utah. Mhm. Warum das? Mein Schwager ist in der Kirche Jesu Christi aufgewachsen. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden, mal, weil mein Englisch ja auch nicht so gut war, das Französisch war, wirklich einen Sprachaufenthalt zu machen. Einen Sommer lang. Und weil er Beziehungen gehabt hat an der Brigham Young University, das ist eine grosse Universität mit über 30'000 Studenten in Utah, wo mal gegründet worden ist von der Kirche Jesu Christi, habe ich dann wirklich den Sommer in Provo, Utah verbracht. Und Provo? Provo. Mhm. und also ist das eine kleine Stadt? Oder? In amerikanischem Verhältnis, ich weiß vielleicht etwa 200'000 Einwohner oder so. Die haben nur schon irgendwie 30'000 Studenten. hat dort noch eine Englisch gelernt eigentlich. Ja. Und wie war das gewesen, von Baden-Neuenhof nach Provo, Utah zu kommen? Ich muss ehrlich sagen, Provo, Utah ist auch eigentlich sehr provinziell gewesen. Damals noch viel mehr als heute. Utah hat ja einen riesigen Boom erlebt. Einen riesigen Wachstumsschub erlebt. Aber damals war es auch sehr provinziell gewesen und sehr sicher und niemand hat durchgeschlossen. Es war eigentlich sehr eine heile Welt gewesen. Vielleicht so ein bisschen ähnliche heile Welt wie der, wo ich aufgewachsen bin, irgendwo in Baden-Wettigen. Es war nicht jetzt ein riesen kultureller Unterschied gewesen. In welchem Jahrzehnt war das? Das muss etwa 80er Jahre sein, oder was ist das gewesen?
Anfangs 90er Jahre war das. Okay. Ja, 90, 91 genau. Ich habe noch abverdient, US gemacht, fertig gemacht und bin dann gerade nach dem Abverdienen den Sommer lang dann eben nach Utah gegangen. Mhm. Ist das für den Austausch und nachher aber definitiv zum Studieren? Gut, und dann hat mich das gepackt, oder? Ja. Ich habe dann wirklich so in diesen Studentenheim gelebt und hat also eine unglaublich inspirierende Atmosphäre gefunden. Das Studentenleben war einfach total lässig gewesen. Und das ist halt auch so ein bisschen das amerikanische Campus-Feeling. Weil all die Studenten kommen von weit her und die wohnen zusammen in diesen Student-Housing. Und ich habe gefunden, hey, das sollte ich unbedingt machen. Und dann habe ich mich dann beworben an der Universität. Und dann haben die natürlich zu Recht gesagt, ja, Moment mal schnell. Also, das lange nicht ganz, oder? Der Lehrabschluss, ich habe so eine Berufsmatur gemacht, die war damals relativ neu gewesen, die BMS hat sie damals geheissen. Und ich bin dann nochmal zurück in die Schweiz gekommen, habe da nochmal Schule gemacht, dass ich dann auch in Amerika dann wirklich mit dem Studium anfangen konnte. Das hat dann gelangen gehabt, mit der Berufsmatur und... Ja, ich bin dann nochmal in die Schweiz gekommen, habe dann da nochmal ein Jahr lang eigentlich so eine... Wie sagt man dem heute? Das Nachdiplom, oder wie ja, genau. Also, man kann heute auch nach der Lehre kann man ja so eine einjährige Passerelle. Genau. Eine Passerelle machen. Und ich habe das eigentlich auch gemacht. Ja. Und habe dann, nachdem ich dann meine Allgemeinbildung noch ein bisschen besser abgerundet habe, bin ich dazugelassen worden und habe dann wirklich in Utah studiert. Mhm. Und für Sie war klar gewesen, dass Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, Finanzwissenschaften studieren oder den Finanzbereich vertiefen mit dem Studium? Ja, also ich bin an der Business School gewesen, oder? Das ist umfasst natürlich alles. Also da hat man Strategie, da hat man Operations, HR, Business Ethics und auch Finanzen. Ich habe Schwerpunktfach dann in meinem Masterprogramm ist dann wirklich auf Corporate Finance gewesen, das ist richtig. Mhm. Nachher sind Sie, nach dem Studium, haben Sie, ist das richtig, die erste Stelle sofort bekommen bei Goldman Sachs, also bei einer von den ganz grossen, wenn nicht überhaupt, ich weiss nicht, ist es die grösste Bank oder die renommierteste Bank überhaupt in New York? Also damals war es definitiv so gewesen, ja. In den 90er Jahren war Goldman Sachs wirklich so das Haus gewesen, ja. Und die haben rekrutiert an der Universität, die haben mir schon die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum zu machen über den Sommer, während des Studienjahres. Und haben mir dann nach dem Praktikum eine Vollzeitstelle angeboten und ich habe dann in New York gestartet. Und hatte Trainings in New York, in London und irgendwann bin ich dann in Zürich gelandet. Genau. Das klingt irgendwie so ein bisschen easy, aber das ist ja gerade eine super Position gewesen eigentlich. Das erreicht mich ja nicht einfach so. Ja, also ich muss dir sagen, ich bin wirklich ein sehr guter Student gewesen und ich habe dann auch in der Schweiz geheiratet. Cornelia und ich sind zusammen an die Universität zurück in die USA. Und, das ist noch lustig. Sie haben dann beide also parallel eigentlich gesagt, das machen wir jetzt miteinander. Also Cornelia und ich haben uns unsterblich verliebt und haben relativ schnell geheiratet. Und ich hatte den Plan schon fix gehabt, zurückzugehen. Für das bin ich ja extra zurückgekommen, um die Passerelle machen oder die Zusatzausbildung machen. Und irgendwie ist das ein bisschen von Anfang an... Cornelia hat auch gerade ihre Matur fertig gehabt. Hat sich überlegt, was sie studieren wollte. Hat auch gerade so ein Bankpraktikum gemacht gehabt. Ein Bankpraktikum gemacht. Einfach mal, um ein bisschen auch ein bisschen die Wirtschaft... Obwohl sie Journalismus studiert hat. Genau. Sie gefunden, dass sie wollen mal so ein bisschen die Wirtschaftswelt kennenlernen und hat so ein Bankpraktikum gemacht. Aber wir sind beide von der Idee, zusammen nach Amerika zu gehen und dort zusammen zu studieren, eigentlich begeistert gewesen. Und so haben wir dann auch nachher zusammen studiert. Sie hat eben Broadcast Journalism studiert. Und hat nachher auch wie Sie einen Job bekommen in New York? Ja, sie hat bei NBC nachher einen Job bekommen. Sie hat für Dateline gearbeitet.
Mit der Maria Shriver, das war eine Frau von Arnold Schwarzenegger. Hat sie zusammen geschafft? Ja, genau. Und hat eine ganz tolle Zeit gehabt, beruflich in New York. Und ich bin Goldman Sachs. Und das war auch eine irrsinnige Zeit gewesen. Und wir sind heute noch absolute Heimweh-New Yorker. Das ist so ein zweites Daheim für uns. Dort haben wir wirklich unser erstes Berufsjahr verbracht. Und das ist wirklich lässig. Es ist eigentlich schon noch üblich, zwei junge Schweizer, die so erfolgreich sind dann im Studium, dass sie nachher auch jeden eine Stelle überkommt und nicht einfach bei irgendwelchen Provinzfirmen, sondern bei grossen Firmen, beide. Wie ist das mit der Green Card möglich gewesen eigentlich? Wir haben Student Visa gehabt. Und Studienvisa damals haben erlaubt, dass man eigentlich nach einem Berufseinstieg hat in Amerika. Und dann hat man dann, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren hat man es dann müssen umwandeln in so eine Green Card. Aber so lange ist es dann nicht geworden bei uns, oder? Weil Goldman Sachs hat dann mich nach Zürich geschickt. Und bei uns sind dann Familienpläne. Sie sind geschickt worden nachher. Genau, und Familienpläne sind dann eigentlich auch, haben sich bei uns entwickelt. Ja. Und Cornelia war dann schwanger gewesen und dann haben wir es auch schön gefunden, wieder ein bisschen näher bei der Familie zu sein. Mhm. Ich würde noch schnell ein bisschen bei ihrem Antrieb bleiben, bei der Energie, die man ja muss haben. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass sie mit 30 eine Million verdient haben im Jahr. Das passiert dann nicht einfach so. Bei Goldman Sachs ist man so kommissionsorientiert Zahl gewesen, oder? Also man hat einfach einen Teil von dem bekommen, was man für die Bank verdient hat. Mhm. Und man hat eigentlich gar keine. Man ist mal gestartet mit einem relativ bescheidenen. Also ich weiß noch, ich glaube, ich habe $60,000 verdient im Jahr. Am Anfang. Mhm. Als Universitätsabgänger. Ja. Was ja ordentlich ist. Und dann, wenn man dann ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut hat, ja. Dann ist man nachher eben auf Kommission gezahlt worden. Und Moritz Wittlisbach und mir ist es in relativ kurzer Zeit gelungen, aus Zürich raus ein spannendes Geschäft aufzubauen mit institutionellen Investoren in der Schweiz. Ja, und dann haben wir einfach wirklich einen Anteil gehabt an dem Umsatz, den wir für Goldman Sachs haben können produzieren. Ja, und das ist für sogar einen unter 30-Jährigen dann doch ein substanzieller Betrag gewesen. Mhm. Was wird das machen? Viel. Ja, es ist enorm viel, logisch. Sonst würde es nicht jeder schreiben und wäre ich nicht auch ehrfürchtig von dieser Zahl, oder? 1 Million mit 30. Ich bin nicht neidisch, aber mich nimmt, weil es zum Teil Zuschauer geschrieben, ich frage so nach diesen Sachen, aber das ist natürlich eindrücklich und die Frage ist ja immer, ist es der Antrieb, möglichst viel zu verdienen oder ist es ein anderer Antrieb? Also, das war es eigentlich nie bei mir, möglichst viel zu verdienen. Darum bin ich ja. Also, mein Vater hat ja nicht verstanden, dass ich dann mit 29 mich selbstständig mache und wirklich einfach bei absolut null anfange. Ich meine, Marcel und ich haben in den ersten 12 Monaten überhaupt nichts verdient. Also jetzt reden wir von der Zeit nach Goldman Sachs, von der Gründung der Partners Group dann. Genau, also mit 28 habe ich mich selbstständig gemacht. Also die Zeit, die 2 Jahre, 3 Jahre bei Goldman Sachs ist vorher gewesen. Also mit 30 bin ich bereits selbstständig gewesen und habe nichts mehr verdient. Ja. Und mein Vater hat gefunden, du bist ein Wahnsinniger, oder? Ja. Jetzt bist du bei Goldman Sachs, verdienst viel Geld, bist ein interessantes Banking, institutionelles Sales-Geschäft am Aufbauen. Wir sind auch sehr stark in den ganzen Derivatstrukturen daheim gewesen. Das war damals ziemlich der neueste Schrei gewesen. Aber das hat mir nicht viel gesagt. Ja, man hat wirklich am Abend im Zug, wenn ich im Zug heimgefahren bin, nach Bruck, haben wir damals gewohnt, habe ich immer genau gewusst, wie viel habe ich heute verdient. Oder? Mhm. Das hat können
nichts sein. Oder es hätte ein substanzieller Betrag sein, je nachdem, was für ein Geschäft das wir abgeschlossen haben. Ja. Aber ich bin irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, was habe ich heute wirklich gemacht? Es ist wie nicht messbar gewesen. Also messbar in Franken oder ja. Dollar. Aber messbar Gefühl, von dem, was sie bewegt haben genau, oder geschaffen haben. Genau. Oder einen Sinn gestiftet haben. Genau. Jemand, der ein Haus baut, oder, der sieht am Abend, jetzt habe ich wieder eine Decke betoniert. Ja. Oder? Und ich bin irgendwie heimgefahren und gefunden, ja, jetzt haben wir wieder irgendeine Derivatstruktur konstruiert und verkauft. Ich tue das überhaupt nicht werten. Es ist einfach für mich zu wenig konkret gewesen. Es ist nicht etwas, mit dem ich mich auch wirklich identifizieren konnte. Und natürlich kann man dann sich selber erklären und sagen, ja, das macht Finanzmärkte liquider und das erlaubt Kunden, sich abzusichern. Aber gut, man könnte es auch ein bisschen kritischer anschauen. Lustigerweise habe ich gerade vor einer Woche einen von den erfolgreichen Vermögensverwalter bei mir gehabt, den Pirmin Hotz. Und der schaut das Ganze sehr kritisch an. Das heißt, es ist eigentlich vor allem ein gutes Instrument für Banken, um Kommissionen zu generieren. Aber für einen, der wirklich einfach gut anlegen will, ist es eigentlich nicht wirklich zielführend. Also wenn man normal klassisch und konservative Aktien investiert, fährt man eigentlich besser auf lange Sicht. Das nur nebenbei, dass das noch gesagt ist. Ja, also ich glaube, das greift extrem kurz. Oder? Also ich meine, es gibt gerade grosse Konzerne, die sehr stark darauf angewiesen sind, dass sie gewisse Risiken können absichern können. Das können Zinsrisiken sein, das können Commodity-Risiken sein, die sie brauchen für Produktion. Also selbst in der Landwirtschaft ist es heute fast undenkbar, dass man überhaupt die ganze Ernte etc. nicht kann absichern. Also ich glaube schon, dass der Markt auch gewisse Berechnung hat. Aber natürlich, das sieht man am Devisenmarkt, oder? Dass heute die Handelsvolumen so viel grösser sind als wirklich der unterliegende Markt. Da wird so viel obendrauf eben einfach spekuliert. Und da gebe ich dem Herrn Rotz recht, wenn es dann nur Spekulation ist, wenn es keine ökonomische Grundlage gibt, dann wird es wirklich zur Gebührenmaschine und führt auch zu substanziellen Risiken in dieser Bankbilanz. Gut, es ist noch ein Unterschied natürlich, ob man jetzt von einem kleineren oder mittleren Privatanleger redet, der irgendwie sein Geld investieren über 20, 30 Jahre, oder ob man um grosse institutionelle Kunden redet, das ist klar. Auf jeden Fall, das hat für Sie irgendwie nicht mehr so viel Sinn gemacht. Ihren Vater hat es nicht können verstehen. Das haben sie ihm nicht können plausibel machen. Obwohl er ja eigentlich hätte müssen sehen, dass sie Unternehmerblut haben. Er hat es einfach fahrlässig gefunden, quasi. Also ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat mich immer wahnsinnig unterstützt. Und eigentlich in allem unterstützt. Er hat mich schlussendlich auch in dem Schritt unterstützt mit seinem Rat. Aber er hat mich auch hinterfragt und herausgefordert. Und ich glaube, das war auch gut gewesen. Ich meine, wenn ich heute zurückschaue, muss ich doch sagen, ist recht viel Jugendliche Leichtsinn Übermut dabei gewesen. Der ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich heute wieder den Mut hätte. Also ich meine, es ist... Wie lange war es hart gewesen? Es ist lustig, ich habe es nie als hart empfunden in dem Sinn. Aber es ist so, oder? In den ersten 12 Monaten haben wir eigentlich uns keinen Lohn können zahlen. Ich meine, da haben wir einfach geschaut, dass wir das kleine Gemeinschaftsbüro, das man gehabt hat, mit 3-4 anderen Start-ups oder kleinen Unternehmungen, dass wir das auch können zahlen und haben so ein bisschen versucht, Kunden zu finden. Aber ich habe es nicht als hart empfunden. Es war Teil von dem Hüttenbau. Es ist unglaubliche... Mit dem Unterschied, dass sie in dieser Hütte nachher auch länger geblieben sind. Vielleicht muss man mal, oder würden Sie mir bitte mal erklären... Aber es ist ja immer noch bauen. Das ist ja das Spannende auch. Oder? An der Hütte wird immer noch gebaut. An dieser Hütte wird immer noch gebaut. Ja. Oder? Das ist das, was wirklich motiviert. Ja.
Wobei unterdessen ist es eben keine Hütte mehr, sondern eine Villa in Beverly Hills, von der Dimension her. Ja, hoffentlich nicht eine Villa in Beverly Hills, aber ein grosser industrieller Campus in Denver. Okay, gut. Aber man muss mal erklären, was eigentlich die Partners Group, das ist die Firma, die sie hier gegründet haben, mit zwei Kollegen zusammen, was die eigentlich macht und vor allem auch, warum das die so erfolgreich ist. Wir können nachher noch darüber reden. Was war die Idee, gewesen, wo sie gesagt haben, mit dem müssten wir eigentlich erfolgreich werden? Also ehrlich gesagt, die Idee und der erste Businessplan, den Marcel und ich geschrieben haben, der hat das Wort Private Equity noch nicht mal erwähnt. Also wir sind eigentlich mit einer anderen Idee gestartet, als was wir heute sind. Aber ich glaube, das haben so Startups meistens so inhärent in sich, dass es am Schluss anders rauskommt, als man meint. Aber Partners Group sind eigentlich, wir sind Business Builders. Wir bauen Geschäfte, wir bauen Unternehmungen auf, wir bauen Infrastruktur, wir bauen Immobilien. Jetzt bin ich wirklich ein professioneller Hüttenbauer geworden. Das ist eigentlich wirklich unser Geschäft, Unternehmungen zu entwickeln. Zu entwickeln. Also, bei der Partners Group muss man Unternehmer sein. Oder die 1500 Leute, das sind nicht, sehr divers. Kein Buchhalter, kein Verwalter. Wir haben natürlich auch Buchhalter. Ja, das ist jetzt ganz mehr als wichtig. Symbol. So, genau, ja. Genau. Aber das sind wirklich Leute mit ganz diversen Backgrounds. Von Leuten, die Medizin studiert haben, bis zu Ingenieuren. Wir entwickeln ein Projekt, wir bauen Infrastruktur. Das ist eigentlich das Unternehmertum. Ist eigentlich wirklich unsere Kernkompetenz. Wobei, bauen müssen wir noch ein bisschen genauer definieren, weil sie bauen ja nicht selber die Infrastruktur, sie finanzieren sie. Wir bauen sie wirklich selber. Okay, was heisst das? Ja, also zum Beispiel, wir haben in Mexiko 2000 Kilometer Pipelines gebaut dann haben wir da wirklich unser Team vor Ort, unsere Spezialisten vor Ort. Natürlich haben wir auch ein grosses Team in Mexiko und wir haben auch eine Geschäftsleitung. Aber da haben wir jetzt wirklich, die letzten 7 Jahre haben wir 2000 Kilometer Pipelines gebaut. Das heisst, Sie investieren in eine Firma, die nachher das baut und Sie reden mit in dieser Firma? Die Firma haben wir praktisch eigentlich selber kreiert. Okay. Wir kreieren auch, wir bauen riesige Windparks. Wir haben in Deutschland Merkur gebaut, einer der grössten Windparks in der Nordsee. Wir bauen grosse Solaranlagen. Und oft hat man irgendwo ein Projekt, eine grüne Wiese und eine Idee, ein Konzept. Oft kommen dann auch Leute zu uns und sagen, das ist eine Idee, das ist ein Konzept. Im Moment gestern haben wir zum Beispiel gerade eine grosse Investition beschlossen für einen substanziellen Weiterausbau von Data Centers in Norwegen, weil Norwegen hat sehr viel Strom verfügbar durch die grossen Stauseen. Das ist CO2-freier Strom und die Data Centers für die Clouds, die wir heute alle brauchen, die brauchen enorme Energiemengen. Und da sind wir jetzt ein bestehender, das ist richtig, wir kaufen drei bestehende Data Center und werden das Geschäft, aber hoffentlich für 5 oder für 10-fachen in den kommenden 5 bis 10 Jahren. Okay, also das heisst, Sie sind ja keine Bank, Sie sind auch in der Finanzboutique, wie es vielleicht am Anfang einmal geheissen hat oder so, sondern das ist ganz etwas anderes. Und was ich faszinierend finde, ist Ihr Erfolg. Allein in den letzten 2,5 Jahre ungefähr, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, hat sich der Börsenwert von dieser Partners Group, sie sind an der Börse, verdoppelt und ist jetzt ungefähr so viel wert wie eine Credit Suisse. Wie ist das möglich? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem Börsenwert. Ich sage immer, es gibt Leute, die haben Kollegen verloren, weil sie Aktieninvestitionen aufgeschnurrt haben. Bei mir ist es umgekehrt.
wenn die Leute einmal gefragt haben, ja, du soll ich Partners Group Aktien kaufen, habe ich immer gesagt, das ist vielleicht ein bisschen teuer. Ja. Ja. Schon, wo sie weniger war, ja, als 1300 und etwas. Definitiv. Okay. Also beim Börsengang damals habe ich wirklich absolut dahinterstehen. Ich habe gefunden, wir sind zu einer sehr vernünftigen Bewertung an Börsen gegangen. Etwa 2006 und da hat die Aktie 60 Franken gekostet. Genau, 63 Franken war der IPO-Preis. Ja. Und das hat man dann auch gesehen, die hat ja dann auch nach dem IPO sehr schnell an Wert zugelegt. Es war uns wichtig, dass wir da nicht versuchen, das Letzte rauszuholen. Aber sonst ist die Aktie immer sehr hoch bewertet. Wir müssen ja nicht unbedingt darüber reden, der Börsenkurs ist manchmal irrational, manchmal höher, manchmal weniger. Genau, denke ich mir auch. Aber eben nochmal, warum machen Sie etwas, was offensichtlich enorm gut, viel besser als andere das machen? Ja gut, ich glaube, wir haben natürlich auch Glück gehabt, oder? Also wir sind dann wirklich, haben das schon ein bisschen von Goldman Sachs her erkannt, das Private Equity Geschäft. Goldman Sachs hat auch so Gehversuch gemacht in dem Bereich, die sind dann nicht ganz so erfolgreich gewesen, weil eigentlich in einem klassischen Bank-Setup das eigentlich nicht funktioniert, weil eine Bank hat viel kürzere Anreize, Incentive, Verdienstsysteme. Und in unserem Geschäft muss man ganz langfristig unternehmerisch sein, so Projektentwicklung, Unternehmensentwicklung, da reden wir von 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren oder sogar noch länger. Und ich glaube, wir haben das Glück gehabt, dass wir auch die Welle, der Trend, der ist ja nicht von uns gemacht worden, dass man eben nicht nur an der Börse investiert als Finanzinvestor, sondern dass man Leute beauftragt als eigentlich praktisch so Serial Entrepreneurs, wirklich Unternehmungen entwickeln. Da sind wir auch ein bisschen, ja, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ja, ja. Da sind wir um Surfbrett draussen gewesen, sicherlich gut trainiert und auch mutig. Und dann ist halt wirklich dann ist die richtige Welle gekommen. Und ich glaube, wir hatten dann das Glück gehabt, dass wir die gestanden haben. Mhm. Da, glaube ich, gehört auch wirklich viel Glück dazu. Und sonst muss ich sagen, glaube ich, ist Kultur schon eine ganz entscheidende Sache. Und das ist auch das, was ich mir würde erlauben zu kritisieren. Dass ich der Meinung bin, dass sehr viele Unternehmungen, insbesondere in der Finanzindustrie, einfach sehr, sehr kurzfristig denken. Dass oft ein längerfristiger unternehmerischer Ansatz fehlt. Das ist auch da, was ich glaube, eine grosse Herausforderung ist für die börsenkotierten Unternehmungen, oder? Die Quartalszahlen, der kurzfristige Optimierungsdruck. CEOs, die für 4-5 Jahre an der Spitze sind und in diesen 4-5 Jahren müssen irgendwie etwas bewegen und dann am Aktienkurs gemessen werden. Das ist bei uns einfach irgendwie anders gewesen. Wir sind zwar selber eine öffentliche Firma, aber wir geben noch Halbjahreszahlen raus. Wir haben jetzt gerade ein Offside gehabt als Partnerschaft, oder? Ein Offside? Ja, also. Also, es passt gut. Ein Seminar. Sorry, ja, das passt zu gut. Ja, aber Sie meinen etwas anderes. Also, wir sind so ein Seminar eigentlich, oder? Wo wir ein bisschen weggehen, wo wir in die Berge gehen. Das machen wir traditionell. Und da sitzen 4 Generationen von CEOs in diesem Raum. Und die arbeiten alle noch mit. Und die haben alle noch ihre Rolle. Also, das ist bei uns viel mehr so eine Multigenerationen- Familie, kann man fast sagen. Und die Oldtimer wie ich, die werden immer noch akzeptiert und die werden auch immer noch mit integriert. Ja. Und das alles mit einem sehr viel längeren Horizont, glaube ich, als das sonst schon bei börsenkotierten Firma der Fall ist. Gut, so ein Oldtimer sind sie ja noch nicht, sind irgendetwas über 50, glaube ich. Das heisst, eigentlich in einem tollen Alter, wo noch sehr viel passieren kann. Über das würde ich gerne noch reden. Ich will etwas ansprechen, wo immer so ein bisschen im Raum
steht natürlich, wenn man so viel Erfolg hat wie sie und sie haben immer noch ein grösseres Aktienpaket. Man liest zum Teil von 5%, zum Teil von 10%. Das sind 5%. 5%, ja. Oder? Und wenn man jetzt den Börsenwert nimmt, von 23 Milliarden oder so, wenn man es mit der Credit Suisse vergleicht, ist das etwa richtig? Ich glaube, es sind fast 40 Milliarden. Okay. Einfach ein kleiner Unterschied. Also ich weiss es auch nicht genau. Ich glaube irgendwo etwas unter 40 Milliarden im Moment. Gut, also sagen wir 40 Milliarden, 10% wären 4 Milliarden, 5% sind 2 Milliarden, sie sind doppelte Milliardär. Das ist etwas, was man gar nicht kann begreifen kann. Und vor allem ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, mit dem Ruf auch zu leben vom Milliardär. Wie gehen Sie mit dem um? Ja, es ist auch für mich absolut abstrakt, oder? Also es ist ja nicht, wie Sie sagen, das ist ja eine Beteiligung an einer Firma und das ist ein theoretischer Wert, den ich irgendwo auf einem Bankauszug habe, oder? Aber mein Leben ist nicht so verrückt viel anders geworden in den letzten 20 Jahren. Ich lebe immer noch im gleichen Haus, im gleichen Dorf. Jetzt zügle ich dann mal. Aber jetzt, wo die Kinder draussen sind, machen wir ein neues Setup. Aber es ist. Das sieht wahrscheinlich von außen nach einer grösseren Veränderung aus, als es wirklich entsprechend war. Ich muss sagen, in meinem Engagement mit meinen Kollegen zusammen, mit Compass Europa und gegen den Rahmenvertrag, ist mir das schon bei jeder Gelegenheit um den Kopf gehauen worden. Oder? Also, jetzt engagiert sich der Milliardär. Genau, und das Geld kauft die Schweizer Politik. Und ich verstehe das. Ich verstehe das auch, dass man diese Skepsis hat. Oder der denkt nicht für die Schweiz, der denkt nur für seine eigenen Geldsäckel. Mhm. Da geht es nur um seine eigenen Interessen. Ein Milliardär kann nur per Definition für seine eigenen Interessen handeln. Da wird man in eine Box oder in eine Schublade gesteckt von vielen Leuten. Aber das ist irgendwie etwas, wo ich gar nicht Da ist gar nichts Wahres dran. Sagen wir jetzt gerade mit dem Letzten, mit der, sagen wir, nennen wir es Kritik, dass doch ja, dass auch sehr stark durch die eigene Situation treiben könnte sein. Ich habe das immer wieder versucht zu erklären. Es ist genau das Gegenteil, oder? Also, wir bauen ja riesige Infrastrukturprojekte in der Europäischen Union mit der europäischen Regierung zusammen. Natürlich wird unser Engagement in Europa nicht wahnsinnig geschätzt. Sind Sie sicher oder vermuten Sie das oder spüren Sie das sogar? Oh nein, das spüren wir jetzt zum Teil auch. Ja? Ja, das spüren wir zum Teil auch. Ah, was? Ja, dass man ein Telefon nicht mehr abnimmt oder nicht mehr zurückruft oder nicht mehr zurückschreibt. Und aus Brüssel raus zum Beispiel. Ah ja. Aber mit dem muss man können. Ist genau das. Man darf sich nicht käuflich machen. Oder? Man kann sich auch käuflich machen, indem man nur seinen eigenen finanziellen Interessen dient. Ich muss den Kopf abheben. Ich meine, von wie vielen Unternehmern habe ich das gehört in den letzten 12 Monaten? Ja. Von so vielen Unternehmen, von so vielen CEOs vor allem, die gesagt haben, ich bin genau eurer Meinung, ich sehe es genau gleich, aber weißt, ich kann das nicht sagen. Ah, ja. Als CEO von, ja. Weißt, mit unserem internationalen Geschäft, darf ich mich da nicht outen. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Ich bin sicherlich in dieser komfortablen Situation, dass ich so ein bisschen Nagelfreiheit habe, dass ich also es ist natürlich sagen. Ein Unterschied zwischen jemandem, der angestellter Manager ist, sagen wir bei einer Grossbank, auch wenn er Topmanager ist oder bei einer grosseren Versicherung, und jemandem, der quasi Gründer und Besitzer von der Firma ist wie Sie, aber so ganz einfach sagen, was Sie wollen, können Sie ja gleich nicht, weil eben, sonst hat es dann schon Konsequenzen. Ja, aber das machen wir heute einfach, oder? Also das haben wir ja gemerkt. Das leisten wir uns, oder? Und also wir haben zum Beispiel auch einen Kunden gehabt, oder? Wo sich gemeldet hat und gesagt hat, ein Schweizer Kunde, der sich gemeldet hat und gesagt, ja, also er wüsste jetzt nicht, ob er die
die Mandatserweiterung noch durch seinen Aufsichtsrat durchbringt, aufgrund von unserer politischen Haltung. Da muss ich sagen, ja. dann verzichten wir halt auf die Mandatserweiterung, ja. Oder? Also ich glaube, die Freiheit, die wollte ich mir nehmen. Und natürlich, aber auch noch verstehe ich natürlich auch, dass ein CEO von einer Grossbank, wie Sie jetzt gesagt haben, oder auch von einem grossen Industriekonzern natürlich auch in einer anderen Situation ist. Und dass der natürlich auch eine Unternehmung repräsentiert, die vielleicht als Gesamtunternehmung vielleicht nicht den gleichen Standpunkt hat. Mhm. Wir kennen von Christoph Franz, den ich gut kenne, sehr schätze, hat natürlich zum Beispiel als Rostschirm eine ganz andere Haltung gehabt zu dem Rahmenvertrag. Oder ist sehr positiv gewesen. Ja. Ob du dann kannst als CEO von Roche eine andere Haltung einnehmen als die Unternehmung, ist dann wahrscheinlich immer schwierig. Mhm. Was ja im Grunde genommen am meisten zu diskutieren gegeben hat, ist, dass man das Gefühl hat, die ganze Schweizer Wirtschaft oder mindestens die wesentlichen grossen Teile der Schweizer Wirtschaft wollen eigentlich den Rahmenvertrag oder wollen mindestens, dass es zu einem Abschluss kommt von den Verhandlungen und dass man ihn dann vielleicht dem Volk vorlegt, weil sie haben das Gefühl gehabt, dass sei der richtige Weg mit der Europäischen Union. Und ich habe das viel auch als Journalist erlebt, dass man in der Wirtschaft grundsätzlich nicht hat sich wollen äußern oder wenn, nur positiv. Und ich habe aber auch gewusst, dass es Wirtschaftsleute gibt, die das eigentlich kritisch anschauen, sich aber nicht an die Öffentlichkeit getrauen mit dem. Und sie sind eigentlich der gewesen, der das Ganze in Bewegung gebracht hat. Es gibt noch eine andere Gruppierung, Autonomie Suisse, aber ihre Gruppierung, Kompass Europa, hat eigentlich wirklich die Diskussion in Fahrt gebracht. Und es nimmt mich nochmal wunder, warum sie an den Punkt hergekommen sind, wo sie gesagt haben, doch, das machen wir jetzt, ich muss jetzt das öffentlich, muss ich mich engagieren. Also der Marcel Erni, mein Mitgründer, der eigentlich eine sehr apolitische Person ist, zumindest sich nicht öffentlich da engagieren, ist mal zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, hast du den Rahmenvertrag einmal gelesen? Das war ja um die Zeit herum von dieser Begrenzungsinitiative, oder? Ja. Also von der Masseneinwanderungsinitiative? Nein, nachher war doch die Begrenzungsinitiative noch im letzten Herbst. Oder? Ah, stimmt, ja, klar. Genau. Und wo ich dann. Und dann habe ich das mal wirklich angefangen anzuschauen. Ich bin stark der Meinung gewesen, dass die Begrenzungsinitiative, dass man nicht einfach eine Brücke abbrennen kann, bevor man die neu gebaut hat. Und dann haben wir schon gesagt, ja, was kann denn die neue Brücke sein? Und dann haben wir mal das Rahmenabkommen anzuschauen. Und in meiner heutigen Tätigkeit bei der Partners Group muss ich jede Woche so irgendwie da 1000 plus Seiten Anlageempfehlungen durchlesen für unser Anlagekomitee am Dienstag Nachmittag, wo bis in die Nacht rein dauert, wie auch gestern. Und dann habe ich mal die 35 Seiten halt gelesen. Ich bin mir das gewöhnt. Ganz einen Haufen Seiten zwischen Freitag und Dienstag einen Haufen Seiten zu lesen. Und bin ehrlich gesagt einfach absolut verschrocken, was das für einen einseitigen Vertrag ist. Und da war nichts Bilaterales an dem Vertrag. Es war eine total einseitige, unilaterale Rechtsübernahme gewesen, mit Automatismus, Guillotine-Klausel. Das haben wir ja alles ausreichend diskutiert. Genau. Aber interessant ist, dass Sie sagen, dass es so eindeutig war, weil es ist ja schon noch interessant, dass man 35 Seiten vor sich hat und man diskutiert monatelang, jahrelang über die 35 Seiten und es ist total schwammig, auch in den Medien, ob das jetzt etwas bringt oder nicht. Und Sie haben es durchgelesen und gesagt, nein, so nicht. Ja, also ich meine, man muss auch dazu sagen, dass natürlich mal ein ganzes grundsätzliches Missverständnis immer vorhanden war und immer noch da ist, oder? Dass wir das Gefühl haben, wir haben ohne den Rahmenvertrag keinen Marktzugang. Das ist natürlich ein völliger Kabis.
Oder? Selbstverständlich können wir in die EU exportieren. Genauso wie die Amerikaner in die EU exportieren und die Chinesen in die EU exportieren. Mhm. Und auch die UK jetzt in die EU exportiert. Es ist darum gegangen, haben wir den präferentiellen Zugang, wo wir dem Binnenmarkt sagen, und sind wir bereit, für den präferentiellen Zugang wirklich die einseitige Passivmitgliedschaft, die einseitige Rechtsübernahme zu akzeptieren, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen, aus dieser Vertragskonstruktion. Und dann muss ich sagen, haben wir das angefangen intensiv zu diskutieren. Und ich habe dann auch einen Haufen Unternehmer kontaktiert. Und wir haben einfach gemerkt, das Thema steht in der Schmuddelecke. Oder? Man traut sich gar nicht, darüber eine offene Diskussion zu führen. Oder? Da wird man gerade in die SVP-Ecke gestellt. Nicht, dass ich die Ecke schlecht finde, auch wenn ich noch nie SVP gewählt habe. Und ich glaube, was Compass Europa und Autonomy Swiss, denn ich genauso viel Kredit möchte geben, wo unglaublich viel geschafft hat. Und auch, ich glaube, zusammen haben wir irgendwie 2.500 in der kürzesten Zeit, in auch wenigen Wochen, 2.500 Unternehmer zusammengebracht, die gesagt haben, wir haben Bedenken, wir wollen den Weg nicht. Und wir haben uns wirklich, also wir haben zuerst einmal mit denen Economy Swiss und Avenir Swiss uns getroffen und gesagt, wir verstehen nicht, erklären uns. Okay. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keine 10 Leute getroffen, die die 35 Seiten gelesen haben. Das ist ja unglaublich eigentlich. Oder? Und jedes Mal, und jedes Mal, wenn ich den Vertrag vorgenommen habe, auch im Club, im SRF, oder, haben die Leute gar nicht über den Vertrag reden. Ja. Spitzenkräfte aus den Wirtschaftsverbänden haben gar nie mit mir über den Vertrag reden. Das war einfach sakrosankt gewesen. Man unterschreibt aus Vernunft, wie die FDP würde sagen. Nicht aus Liebe, aber aus Vernunft unterschreibt man den Rahmenvertrag. Und ich glaube, was wir haben können beitragen ist. Darf ich noch schnell da einhaken? Es nimmt mich noch Wunder, weil Sie auch von dieser Fernsehsendung geredet haben, vom Club. Sind Sie einmal gewesen oder sind Sie zweimal im Club gewesen? Weil ich habe nur, das zweite Mal hat er dann sehr viel Wirbel verursacht, weil man gesagt hat, es ist einseitig. Das war die Sendung gewesen, nachdem die Vertragsverhandlungen abgebrochen worden sind. Wie weiter wäre das Thema gewesen? Genau. Und die Szene, die Sie jetzt beschrieben haben, ist aus der ersten Sendung, wo man gar nicht über den Vertrag hat wollen. Genau, die habe ich leider nicht gesehen. Genau. Wieso hat man nicht über, haben Sie ihn mitgenommen? Ja, ich habe mitgenommen mit all meinen Markers, mit den Fähnchen dran, oder? Ja. Ja, natürlich ist das die Moderatorin, die das hervorragend macht. Ich meine, ist klar, wahrscheinlich Komplexität, um irgendwelche Vertragstexte zu zitieren. Das ist so, da muss ich sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ist wahrscheinlich der falsche Rahmen gewesen. Ja. Ich bin ja nicht ein erfahrener Fernsehmann und hat das vielleicht. Aber sie hat das auch strikt unterbunden. Aber übrigens, ich habe keine von diesen beiden Club-Diskussionen einseitig gefunden. Ich habe auch die letzte, Jacqueline Badran ist ganz klar gegen den Vertrag gewesen, dass Jacqueline Badran in mir inneren Klassenfeind als ein Verbündeter. Das ist so. Ich schätze sie übrigens brillant, blitzgescheide Frau. Ja. Wir sind sicherlich, hat schon nicht unbedingt das gleiche Parteibuch, auch wenn ich selber keins habe. Aber dass die SVP sich natürlich sehr darüber geärgert hat, dass keine SVP-Vertreter da waren, ist aus der SVP-Sicht sicherlich verständlich. Mhm. Ich bin sicher kein SVP-Vertreter. Aber ich glaube, wir haben mit der Jacqueline Badran und mir sicherlich zwei Personen gehabt, die dezidiert gegen den Rahmenvertrag waren. Ja. Das ist gar nicht unbedingt etwas, was mich jetzt noch mehr interessiert. Mich interessiert, wie es zu dieser Gemengelage gekommen ist, oder? Die breite Unterstützung, ohne dass man quasi den Vertrag richtig gelesen hat. Ich kann das eigentlich fast nicht glauben. Auch wenn so Leute aus grossen Verbänden, wie sie sagen, das nicht so richtig gelesen haben. Auf jeden Fall gibt es ja schon ein paar Argumente dagegen.
Jetzt sind natürlich die Verhandlungen abgebrochen. Wir müssen jetzt nicht mehr über alle die Hürden von dem Vertrag reden, aber gleich so ein bisschen grundsätzlich. Sie sagen ja, wir gehen nicht so grosse Nachteile ein, wenn wir den Rahmenvertrag nicht haben. Gerade als Wirtschaftsstandort, Sie haben es auch beziffert, mit allenfalls ein bisschen Wachstum, das wir verlieren würden. Sie sagen auch, es ist um einen präferentiellen Marktzugang gegangen. Wir haben dann ja sowieso den Marktzugang. Wie beurteilen Sie denn die Situation jetzt bei breiten Kreisen von der Öffentlichkeit, von der Politik, auch von den Medien, ist ja eine Art Schock vorhanden und man hat das Gefühl, jetzt werden wir von der EU piesackt in der nächsten Zeit und das wird ganz hart. Um das wirklich auch nochmal zu quantifizieren, ganz kurz, also wenn wir die ganzen bilateralen Eins nehmen, das sind ja die schwergewichtigen Verträge. Und da nehme ich jetzt Zahlen vom Bundesrat, von dieser Ecoplan-Studie, die 2018 gemacht worden sind, haben wir einen Wachstumsverlust pro Jahr von 60 Franken Wirtschaftsleistung pro Kopf. Mhm. Also, wir reden, oder? Ich sage immer so salopp, dann gehen wir halt einmal mehr zu Nacht essen, oder? Mit dem Partner in Pizzeria, oder irgendwie so, oder? Zum Wirtschaft ein bisschen ankommen. Genau. Ja. Und wenn wir dann wirklich den Lohnwachstum anschauen, dann reden wir irgendwie von 2,40 Franken Lohnwachstum. Also marginal, das wird einfach komplett überschätzt. Ich glaube, wir verstehen zu wenig, auf was der wirtschaftliche Erfolg in der Schweiz aufgebaut sind, wie wichtig die Rahmenbedingungen sind. Und ich glaube, aus einer Schweizer, und ich sage es jetzt bewusst so, wenn man das ja mehr vorwirft, aus einer Schweizer Nabelschau raus, hat man gar keine Vorstellung, wie viel schlechter das die Rahmenbedingungen in der Europäischen Union sind. Wir haben über 30'000 Mitarbeiter in unseren Firmen, die wir führen, in der Europäischen Union. Und ich sage Ihnen, in Frankreich nur schon die Qualität von der Sozialpartnerschaft in der Schweiz versus Frankreich versus Deutschland, das sind Welten. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne kaum einen CEO, der wird freiwillig in Frankreich eine Fabrik eröffnen würde. Ja, wir haben ja die Beispiele aus Deutschland, die hinlänglich bekannt sind, wie lange das braucht, um einen Flughafen zu bauen oder umzubauen. Und das sind natürlich extreme Beispiele. Und ich habe auch das Gefühl, dass ohne die EU will schlecht zu machen, ich bin überhaupt kein Gegner von Europa oder von einem besser funktionierenden Wirtschaftsstandort Europa. Aber ich glaube, wenn man die echten Zahlen anschaut, dann geht es um Rahmenbedingungen. Aber das ist ein bisschen eine andere Diskussion. Genau. Das ist die grosse Diskussion. Genau. Und wir verlieren das grosse Bild, oder? Weil wir Angst haben vor diesen Nadelstichen. Und die Nadelstiche, die müssen wir ertragen. Oder? Und wenn der EU-Botschafter, glaube ich, gerade gestern wieder behauptet, es gäbe keinen Nadelstich, das sei unfair, das sei jetzt einfach verhältnismäßige Reaktionen, dann muss man dazu sagen, nein, ich teile die Meinung nicht. Also, wenn die Reaktionen verhältnismäßig wären, dann wären sie nicht sachfremd. Und die Nadelstiche von der EU, die sind sachfremd. Das ist Äquivalenz. Ja. Hat nichts mit dem Binnenmarkt zu tun gehabt. Ja. Horizon Europa, das Forschungsprogramm 21 bis 27, für das wir ja schon 6,1 Milliarden zugesagt haben, einer von den grössten Beiträgen im Verhältnis, wo irgendein europäisches Land macht. Das hat auch wieder nichts zu tun, oder? Mit dem Binnenmarkt. Das ist so wie die Eltern, oder? Wo so sachfremd ihre Kinder bestrafen, oder? Du hast keine gute Note gehabt, Franz. Dafür darfst du jetzt nicht mehr in den Ausgang. Dafür gibt es kein Dessert, oder? Das ist Spiesacken, oder? Ja. Mit dem müssen wir umgehen. Ich glaube, sehr viel können wir selber adressieren. An diesen Lösungsideen sind wir intensiv am Arbeiten bei Compass Europa. Das haben wir ja auch
die Zusage haben wir gemacht, dass wir nicht nur Nein sagen, ja, sondern dass wir Lösungen suchen wollen. Die direkt mit der Sache zu tun haben und nicht... ja, oder einfach auch Reaktionen sind eben auf die Nadelstiche, oder? Mhm. Ich bin jetzt gerade intensiv am Diskutieren mit Vertretern von der amerikanischen Regierung, ehemalige Botschafter, auch ein Teil von der Biden-Administration, und sagen, wenn wir zusammensitzen, wenn die Europäer uns wirklich nicht mit dem Forschungsprogramm wollen, dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir andere mit den Amerikanern zusammenarbeiten und mit Engländern. Die sind dann in dem Forschungsbereich fast überall noch Champions League. Ja, die haben ja mehr Universitäten, die in der Top-Liga sind, als die EU. Also die beste europäische Universität ist die Technische Universität München, gemäss den Rankings. Die ist auf dem Platz 50, oder? Ja. Und die Reste, außer die ETH, sind die restlichen Plätze alles UK und USA. Und ich glaube, da müssen wir auch den Mut haben, uns auch neu zu orientieren. Nicht, weil wir uns das wünschen. Ich wäre der Erste, der würde sagen, geben wir die 6,1 Milliarden aus, wir sind mitten in Europa, wir wollen einen Beitrag machen zu dem Forschungsplatz Europa. Ich bin der Erste, der sagt, wir können noch mehr machen im Bereich von Flüchtlingsintegration. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Kohäsionszahlungen eher mager sind. Die Milliarden, die jetzt anstehen. Ja gut, das ist über 10 Jahre, 1,3 Milliarden. Also, also wenn wir Norwegen anschauen oder andere Länder anschauen, die machen bedeutend größere Kohäsionszahlungen. Ich glaube, da könnte man ein solidarischer Partner sein. Ja. Aber das macht natürlich Sinn, wenn die EU uns auch will. Also man muss es verhandeln. Wenn die uns nicht dabei haben will, weil sie jetzt einfach drötzeln, weil sie es nicht akzeptieren können, dass die Schweiz aufgrund von ihrer politischen Kultur auch einen eigenständigeren Weg will gehen. Und dann muss man auch sagen, oder? Da hörst du immer, schau mal die Wachstumsdynamik in Osteuropa. Ja, dass das für osteuropäische Länder Sinn macht, oder? Ihres Sozialprodukt, ihres Einkommensniveau auf den europäischen Durchschnitt anzulüpfen und wo können massiv von diesen Handelsvorteil, weil sie billigere Arbeitskräfte haben, können profitieren. Ich weiss, auf was sie auswählen. Aber das ist eine andere, Position. Die sind unten. Wir verdienen 30% mehr als der europäische Durchschnitt. Und jetzt kann man natürlich völlig absolut Haltung haben und sagen, das ist unfair, dass wir mehr verdienen. Wir wollen eine Nivellierung ermöglichen. Wir wollen einen Ausgleich ermöglichen. Es ist absolut okay, wenn die Schweiz aufs Niveau 20%, aufs kaufkraftbereinigte Niveau von Deutschland absinkt in den nächsten 10 Jahren. Die Haltung kann man haben, das finde ich grosszügig. Das wäre Ihre Perspektive, wenn wir jetzt da voll die gleichen Regeln hätten wie die EU. Ja, wenn die Rahmenbedingungen am Schluss die gleichen sind, dann werden wir am Schluss eine Nivellierung haben. Das passiert nicht innerhalb von 3-4 Jahren, das passiert wahrscheinlich über 20-30 Jahre. Aber da bin ich überzeugt, dass das der Fall wird sein. Ich will gleich noch mal schnell an ein Interview erinnern, das ich kürzlich gehört habe mit dem Präsidenten von der EPFL, also ETH in Lausanne, wo sich allergrößte Sorgen macht um den Forschungsstandort, wo das sehr explizit auch geschildert hat, wie wichtig das ist, dass europäische Forscher in die Schweiz kommen können, dass man Austausch hat. Ich meine, die Schweiz ist allein noch nie. Das ist schon vor 200 Jahren so gewesen, bei der Gründung von unseren Universitäten. Oder wir haben immer schon ausländische Forscher gebraucht. Und er hat einfach das Gefühl, das ist eine Katastrophe. Also, ich führen nicht eine Spitzenuniversität. Und da gibt es sicherlich definitiv auch Gründe, sich Sorgen zu machen. Und da hat man eine andere Perspektive. Dazu würde ich Folgendes sagen. Einerseits steht es uns völlig frei, jedem Forscher ein Angebot zu machen in der Schweiz. Da hält uns ja gar niemand davon auf. Also die Deutschen dürfen ja ihren Forschern nicht sagen, ihr dürft nicht mehr in die Schweiz ausreisen, wir bauen den Mauer um die Schweiz herum. Oder? Das hat damit zu tun, können diesen Forschern interessante
auch wieder Rahmenbedingungen gegeben? Können wir die entsprechend finanzieren? Haben die Infrastruktur? Und dann würde ich wiederum sagen, was ich einfach nicht ganz verstand, oder? Ist, und wenn Sie Horizon Europa anschauen, ist doch ein typischer EU-Topf, oder? Da gehen 90 Milliarden rein. Man hat politisch in Brüssel gewisse Schwerpunkte definiert, wie Quantum Computing, Human Brain Project, zum Beispiel. Und politisch dann wird, definiert, und ja. Dann wird mit einer ganz grossen Gießkanne das in ganz Europa verteilt, an alle Universitäten. Oder? Also wenn Sie die Effizienz anschauen, von diesen Forschungsprogrammen, die EU-gesponsert sind, dann sind die an einem ganz kleinen Ort. Und dort muss ich einfach sagen, ja, man würde trotzdem gerne mitmachen, weil wir ein solidarischer Teil sein wollen. Aber die Schweizer Hochschulen haben ein internationales Niveau, dass wir problemlos auch mit den Amerikanern, mit den Engländern, mit den Israelis zusammenarbeiten. Ja. Und da haben wir heute informelle Forschungskooperationen zwischen Wissenschaftlern, auch einzelnen Universitäten. Aber wir könnten genauso sagen, wir investieren die 6,1 Milliarden in eine Forschungszusammenarbeit mit den besten Universitäten in den von uns strategischsten Feldern. Und dann bin ich persönlich überzeugt, wer hätten wir eine bessere Renditen auf dem Investment. Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt relativ relaxed. Ich hoffe, dass wir wirklich, ich muss Ihnen sagen, ich, seit Monaten versuche ich, führende Köpfe an den Schweizer Universitäten für unsere Arbeitsgruppe Forschung und Bildung zu gewinnen. Innerhalb von Kompass Europa. Genau. Ja. Und sagen, wir haben internationale Kontakte. Mhm. Lasst uns weiterhin offensiver Europa. Aber sollte Europa sich entscheiden, uns in dem Horizon Europa Projekt nicht mitzumachen lassen, suchen wir Alternativen. Es gibt draussen Alternativen, die ja besser sind. Aber da ist eine grosse Berührungsangst vorhanden. Oder langsam jetzt kommt es. Jetzt, wo der Bundesrat abgebrochen hat, jetzt, wo Horizon Europa klemmt, jetzt langsam öffnen sich die Türen an den Schweizer Universitäten, dass die sagen, aha, vielleicht sollten wir jetzt doch uns auch Alternativen überlegen. Mhm. Und ich glaube, das wird cool. Mich würde etwas wundern, Sie sind ja nicht zuletzt darum erfolgreich, wie Sie gut verhandeln können. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Man hätte können lesen, Sie sind ein knallharter Verhandler. Aber die Frage ist ja, wie geht man jetzt mit der EU um? Wie macht man, wie verhandelt man so, dass es am Schluss für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist? Wie ist Ihre Einschätzung? Blöd gefragt, wie würden Sie das machen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade heute Morgen ganz kurz da wieder das neueste Interview mit dem EU-Botschafter gelesen. Er war so, wo on the record ist, ganz prägnant, es gibt nichts mehr zu verhandeln. Die Kommission hat paraffiert, es gibt keine Neuverhandlung. Der deutsche Botschafter, der EU-Botschafter, alle sind total klar gewesen, es gibt nichts mehr zu verhandeln, Frau Loi. Vergessen Sie es, oder? Ja. Und die Schweizer Regierung versucht hat. Und Frau Loi hat Vorschläge gemacht, Textvorschläge gemacht, oder? Jetzt, wo der Bundesrat gesagt hat, ja, wenn es nichts mehr zu verhandeln gibt, dann können wir nicht mehr verhandeln, dann müssen wir abbrechen. Ja. Jetzt kommt es, muss man fast Tränen abtrocknen, dass wir aufgestanden sind und vom Verhandlungstisch weggelaufen sind. Ja, Sie sind ja in der Sie sind unmissverständlich klar in der Position gewesen, dass es nichts mehr zu verhandeln gibt. Aber wie und jetzt ist es ja spannend, oder? Mhm. Jetzt hat man ja schon das Erste erreicht, oder? Dass nämlich die EU sagt, wir sind wieder bereit zu verhandeln. Weil vor wenigen Wochen, wo Frau Loi losgeschickt worden ist, hat die EU gesagt, wir verhandeln nicht mehr. Ja. Oder? Und da sieht man eben, mit welchen Bandagen das da gekämpft wird. Also wir können eigentlich sagen, Herr Brennwald, selbst wenn wir jetzt wieder davon verhandeln würden, haben wir zumindest schon Türen aufgestoßen,
dass man überhaupt wieder verhandelt. Weil die EU war die Partei, die sich weiteren Verhandlungen komplett verweigert hat. Noch vor wenigen Wochen. Ich persönlich bin natürlich völlig dagegen, dass man jetzt wieder um den Rahmenvertrag verhandelt. Unsere Kritik, da geht es nicht nur um Unionsbürgerrichtlinien und Lohnschutz, sondern es geht um die Standortvorteile, die wir zusammen schon diskutiert haben. Ich bin überzeugt, Herr Brennwald, in dem Moment, wo wir ernsthaft mit den Amerikanern und den Engländern über ein Forschungsabkommen verhandeln und in Aussicht stellen, dass man die 6 kommen, das kann ja nicht ich, das sie auch nicht, das müsste die Regierung und das Parlament machen, dass man die 6,1 Milliarden neu allozieren. Ja. Da bin ich mir dann bewegt sich dann fast sicher. Dann bewegt sich dann ganz schnell etwas in Brüssel, weil ob denn die wollen, dass die Schweizer Universitäten mit den Amerikanern zusammenarbeiten und mit den Engländern und nicht mehr mit den Europäern. Aber da muss man jetzt halt auch, ob das jetzt hart ist oder nicht, da muss man jetzt in Alternativen denken, da muss man auch Druck aufbauen. Mhm. Beim Strommarktabkommen. Das ist ja genau, auch ein grosses Thema. Gut, das ist ja auch, oder? Also da, alle Teilnehmer in dem Markt haben ja immer Angst. Sie haben immer Angst aus. Ja, wir brauchen unbedingt ein Stromabkommen. Da, das ist irgendwie so, auch da hat man, hat man eigentlich eine Diskussion, wo einfach schlichtweg Grundlage fehlt, oder? Man hat irgendwie das Gefühl, der Strom sei wie etwas, wo man auf einem Lastwagen kann im Winter ankarren, oder? Genau. Das sind ja verbundene Stromnetze. Und wir sind mit denen vor allem. Das sind verbundene Stromnetze. Wenn unser Stromnetz die nötige Spannung nicht hat, dann hat auch das italienische Stromnetz und das deutsche, süddeutsche Stromnetz und das österreichische Stromnetz keine Spannungen. Wir haben 41 Kabel, die über Grenzen gehen. Oder? Es gibt gar nicht so etwas wie, wir kommen den Strom nicht mehr über. Wenn wir nicht überkommen, kommen die Italiener also, auch nicht wir über. Könnten, wir könnten ja x Beispiele aufzählen und ich mache das ab und zu, wenn ich EU-Diskussionen leite und sage immer wieder, wir haben doch so viele Trümpfe. Und wir sind ja immer die Ersten, die alles pflichtbewusst erfüllen. Sei es jetzt beim Ausbau von der NEAT, wo wir schauen, dass alles rechtzeitig gebaut ist. Und dann fehlen aber auf den Anschlüssen im Norden und Süden. Und oben fehlen nachher die Anschlüsse, oder? Da denke ich immer, ich verstehe es nicht richtig, wieso wir so defensiv sind. Ich verstehe das überhaupt nicht, oder? Wir kommen vor der Herbstsession mit einer umfangreichen Studie. Wir Kompass Europa zum ja. Strommarkt. Wir werden in der nächsten Woche mit einer Studie kommen zum MRA, zum Mutual Recognition Agreement. Das ist die Zertifizierungssituation. Genau, das ist so, was vor allem die Medizinalbranche befürchtet. Und ich bin absolut überzeugt. Also erstens muss man sagen, im Strommarkt macht ein sektorelles Agreement, eine Vereinbarung, einen Vertrag, mit automatischer Rechtsübernahme, mit EU-Gerichtshof komplett Sinn. Das haben wir ja auch schon im Bereich Luftverkehr. Das haben wir auch schon im Bereich Schengen. Ja. Es ist ja nicht so, im Schengen haben wir doch das Waffenrechtsproblem gehabt, genau. Weil wir eine automatische Rechtsübernahme haben. Wir sagen nicht, das macht nie nicht Sinn. Der Strommarkt ist in Europa so vernetzt, oder? Dass es wirklich ein Regelwerk braucht und wahrscheinlich auch ein Richter braucht. Aber das bedeutet ja lange nicht, dass ein europäischer Richter über unseren Lohnschutz muss befinden. Oder über unsere Arbeitsbedingungen. Finde ich hochinteressant. Also man muss ziemlich unterscheiden, wo eine Integration real schon da ist. Wo sie auch komplett Sinn macht. Und wo wir unsere Wettbewerbsvorteile bewahren. Ja. Genau. Und da muss ich jetzt sagen, dass die EU nicht mit uns wird wollen, müssen, ansitzen im Strommarkt, das kann ich absolut ausschliessen, dass die EU das wird längerfristig blockieren. Mhm. 30% vom Strom in Innereuropa fließen durch unser System. Die können gar nicht ohne uns. Das weiss übrigens, wenn sie mit den Botschaftern und mit den Politikern reden in der Europäischen Union, die es verstehen, die sagen selbstverständlich, brauchen wir eine Lösung im Strommarkt. Können Sie einfach nicht öffentlich sagen. Wie denn das genau heisst, weil das ist dass es gesichtswahrend ist, ist dann wieder an. Und das hat ja auch Zeit, das muss ja nicht in den nächsten 3 oder 6 Monaten passieren. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Schweiz die Aufgaben nicht macht. Oder?
Wir müssen schneller umstellen auf erneuerbare Energien. Wir müssen flexibler werden, aber wir müssen auch die sogenannten Peak-Power-Kapazitäten aufbauen. Das sind die Stromlücken, oder? Und das können wir, da haben wir so das irrwitzige Gefühl, wenn wir einen Vertrag haben mit Europa, schicken die uns dann schon den Strom im Winter. Ja, wenn die zu wenig Strom haben im Winter, dann kommt das ganze Netz oben runter. Aber jetzt hat Frau Samaruga wieder einmal mehr, muss ich sagen, der Bundesrat ist einfach nicht so schlecht, wie er gemacht wird, oder? Sagt, ja, okay finden Sie. Ja, finde ich. Wir müssen jetzt wirklich die Speicherkapazitäten ausbauen. Da können wir einen riesigen Beitrag machen in Europa. Mhm. Übrigens sind vielleicht einfach nicht jetzt weiterhin mit Subventionen, weil das ist jetzt gerade an der letzten Abstimmung nicht so gut angekommen. Ja, gut. Leider. Ich bedauere das, dass das CO2-Gesetz der Bach abgegangen ist. Aber zumindest haben wir können abstimmen, oder? Zumindest genau. Hat uns niemand vorgeschrieben, oder? Aber wir müssen definitiv in der Schweiz, wenn wir den Atomstrom ablösen, wie wir das entschieden haben, müssen wir Alternativen entwickeln und wo muss ergänzend sein zum, wie man so sagt, Flatterstrom, zu dem Solar genau. und Wir haben Energie. Das Problem im Winter. Wir haben wahrscheinlich irgendwann einmal zu wenig Strom im Winter, aber das wäre ganz ein anderes Thema, wo wir auch, ich sehe schon, wir könnten eigentlich über diverse Themen jeweils ein Stündchen reden miteinander. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt länger über die nochmal Situation mit der EU geredet haben. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir langsam zu einem Schluss kommen. Ja. Also das heisst, vielleicht noch folgende Frage zu dem EU-Thema. Sie sind voll am Ball, das geht voll weiter. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf Teilbereich. Genau. Sehr im Moment sind wir wirklich dran im Bereich MRA, oder? Ja. Wir sind im Bereich Strommarkt wirklich dran. Und auch im Bereich Forschung und Bildung. Das sind eigentlich so die Hauptpfeiler im Moment, wo, glaube ich, adressiert müssen werden. Gut, das heisst, Sie sind ja nicht mehr operativ in der Partners Group. Sie haben Sie müssen zwar 1000 Seiten lesen. Ich bin sehr operativ in der Partners Group. Nein, ich arbeite noch richtig. Das war jetzt ein salopp Ausdruck von mir, damit Sie es ein bisschen präzisieren. Sie sind also, nicht mehr so stark wir sind nicht in einer Linienfunktion, in einer Führungsfunktion. Mhm. Wir leiten nicht Teams. Wir sind sicherlich in der strategischen Führung sehr involviert. Zusammen mit dem gesamten Verwaltungsrat. Wir haben einen sehr aktiven Verwaltungsrat, der tagt nicht noch viermal im Jahr. Aber inhaltlich auf der Anlage sind wir jede Woche dabei. Ich habe gerade gestern 7,5 Stunden Anlagekommissionssitzung gehabt. Was ich will sagen ist, Spass. Genau. Also Sie haben immer noch einen Haufen Arbeit, eben wenn Sie ja sagen, Sie müssen jede Woche etwa 1000 Seiten lesen über das Wochenende vom Freitag bis zum Dienstag, da hätten Sie ja an und für sich genug Arbeit und genug zu tun, aber Sie haben sich entschieden, dass Sie sich engagieren in diesem Bereich und ich versuche so quasi eine Überleitung zu machen. Sie haben ja noch einiges an Berufsjahr vor sich und haben auch noch ein paar andere Aktivitäten aufgenommen. Über die können wir jetzt nicht so gross reden. Sie haben einen grösseren Hotelkomplex gekauft und renoviert, investiert. Ihre Frau macht Film. Ich weiss gar nicht, was ich zum Schluss soll fragen. Wie wichtig sind diese Sachen noch und woher geht es da? Also ich muss ehrlich sagen, also Politik ist nicht meine Welt. Also ja. Ich habe das recht ernüchternd erlebt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ich sehe mich nicht jetzt da als eine regelmäßige Stimme in der politischen Landschaft. Aber wir werden sicherlich jetzt das noch weiter begleiten in diesen spezifischen Themen. Meine Frau und ich haben seit 20 Jahren Stiftungen. Wir sind sehr engagiert in unseren Stiftungen. Das ist uns eine grosse Freude. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Vater von 5 Kindern. Ich werde grosser Vater. Es könnte jeden Moment so weit sein. Ist nicht wahr? Ja. Samstag war Termin. Wir freuen uns riesig. Zum ersten Mal quasi. Auf unser erstes Grosskind.
Also ich unterrichte Bibelkunde für junge Erwachsene in der Kirche all zwei Wochen. Also darf ich da schnell einsetzen? Sie haben eigentlich gewünscht, dass wir jetzt nicht wieder über die Kirche reden, wo Sie Mitglied sind. Also man sagt an den Mormonen. Das ist, glaube ich, ein Ausdruck, den man nicht verwenden sollte. Sie heisst eben Kirche Jesu Christi. Genau. Aber jetzt haben wir es gleich erwähnt. Das ist ja auch nicht etwas, was sie geheim halten. Sie haben jetzt einfach keine Lust gehabt, um einen grossen Teil von unserem Gespräch über das zu reden. Aber Sie sind immer noch engagiert. Ja. Also ein Teil sein von einer christlichen Gemeinschaft ist etwas ganz Kostbares. Das ist nur ein Teil von meinem Leben. Ich habe ja ganz viele Freunde und Beziehungen natürlich außerhalb von der kirchlichen Gemeinschaft. Aber es ist ja schön, eingebettet zu sein in eine kirchliche Gemeinschaft. Und Sie haben sich ja schon mehr engagiert, oder? Sie ja, ich war 6 Jahre lang Bischof. Bischof, ja. Was eigentlich so ein Gemeindepfarrer ist, das klingt so ein bisschen. Das ist etwas Schönes. Das ist mir ein wichtiger Teil an meinem Leben, meine persönliche Spiritualität. Und Sie unterrichten immer noch Junge in der Bibelkunde, also was Bibel? Genau, so alle zwei Wochen am Abend. Ja. Am Abend, genau. Ja. Und so habe ich eigentlich ein vielfältiges Leben. Es ist sicherlich so, dass Partners Group nicht mehr 7x14, oder 7x14 war es nie, aber 5x14 Stunden pro Woche ist. Mhm. Und dass ich doch auch ein bisschen, ich nehme doch oft jetzt Zeit am Freitag für die Stiftungsaktivitäten ist wieder das Leben noch vielfältiger und noch spannender. Und ich freue mich auf die Jahre, die vor mir liegen. Das wünsche ich Ihnen auch. Und ich hoffe, dass das gut geht mit dem ersten Enkel in den nächsten Tagen. Ja. Jetzt gehen Sie sicher gespannt raus. Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind und weiterhin viel Erfolg und viel Zufriedenheit. Danke vielmals. Danke, Bremmer.